Neues wünsche ich erstmal. Und ja, heute gibt es was sehr Schönes, also aus meinen Augen auf alle Fälle. Und zwar war das Christkind da. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt ein Airbrush-Set von Agoratec. Da war ja auch in den Kommentaren war ja auch schon was drin. Danke nochmal an der Stelle. Deswegen bin ich jetzt auf den Kompressor gekommen. Und ja, wie gesagt, Christkind war da und es gab auch hier bei Agoratec gab es die Airbrush AT Profi Set Weihnachts Edition Red. Red, weil eine Pistole davon, glaube ich, in Rot gehalten ist. Ja, und die ganze Geschichte beinhaltet einmal den Kompressor, dann eine Double Action Pistole, noch eine Double Action Pistole mit Schlauch. Dann gibt es den Holder dabei, also wo man die Airbrush ganz hinstellen kann. Dann gibt es einen Verteiler, das gucken wir mal gleich alles noch hier an, dass ja das mit Päckchen wohnt. Noch ein Zusatzschlauch, eine Schnellkupplung, zwei Stück für beide Pistolen, dann ein Reinigungspot, dann gab es noch Brushes zum Reinigen und noch ein bisschen andere Spielzeug zum Reinigen. Und des Weiteren noch eine Pulle Airbrush Cleaner von Vallejo, den ich ja eh schon habe. Ja, super gut, war innerhalb gestern, wann habe ich es bestellt? Gestern Morgen um 11. Gibt es bei denen auf der Homepage, gibt es aber auch bei Amazon. Und bei Amazon ging es eine ganze Ecke schneller. Ja, war relativ gut verpackt. Der Kompressor, der hatte leider ein bisschen Spiel in dem riesengroßen Karton. Ich hoffe, da ist nichts dran. Ansonsten gibt es ja die Rechnung und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Eingemachte und gucken uns den ganzen Spaß erstmal an. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Kompressor und schauen uns das gute Stück mal an. Der ist auch schon schwer. So, hier haben wir erstmal Instruction Manual. Kann ja nicht schaden, nicht wahr? So, wie rum bist du denn, mein Freund? Achso, okay. Okay, okay, der steht quasi so da drin. Das heißt, wenn ich die Folie etwas anlasse, dann wird sich der nicht so rausgezogen kriegen. Vielleicht. Das gute Stück. Heute die Polter. Den ganzen Krempel, den packen wir hier wieder rein. Falls was damit sein sollte, dass man die Transportkomponenten auch zusammen hat, nicht wahr? Ah, schon mal länger mal Steckeröffnung halten, das ist schon mal geil. So, wo geht's hier wohl rein? Oh, da ist so, hier geht schon was raus. Jo, da ist das gute Stück. Das kommt erstmal weg hier ein bisschen. Ja, ihr seht, ist ganz süß und schnuckelig. Hier haben wir ein bisschen was zum Spielen. Hier haben wir das Manometer. Druckregler kann man hoch einstellen, runter. Hier ist die Anzeige. Abschalter, Anschluss für die Ganze, also der Druckluftanschluss. Praktisch mit dem Tragegriff. Unten sind ein paar Gummifüße, damit er nicht so durch die Gegend zappelt. Ein Ausschalter. Ja, was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Ich denke, das war's fürs Erste. Sehr schick, gefällt mir schon mal. Mal gucken, wie der von der Lautstärke ist, der gute. Aber das machen wir nachher alles in dem kleinen Praxistest im nächsten Video. Heute ist jetzt erstmal hier reines Unboxen. Und ja, Gebrauchsanleitung werden wir uns natürlich auch zu Gemüte führen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die anderen Sachen an. Hier ist ein Schlauch, ich denke mal, der ist jetzt nicht so ganz spektakulär. Da haben wir halt die normalen Anschlüsse. Ich glaube, ein Achtel ist das. Der Schlauch ist schon mal da. Dann haben wir hier den Cleaning Pot. Das finde ich sehr praktisch. Das Ding bis jetzt habe ich das einfach so gelöst.
habe einfach zwei Küchentücher über ein Glas gehalten, habe das da ausgesprüht. Natürlich kam der Dreck da irgendwie trotzdem noch so ein bisschen durch die Poren und so. Deswegen finde ich dieses Teil jetzt hier ziemlich geil. Ist auch schön schwer, also da haut man finde die gar nicht ab. Oh ja, da ist ein großes, schönes Ding. Das kann man hier vielleicht aufschrauben. Ich schraube mal, ja, das lässt sich hier aufschrauben. Und das lässt sich hier theoretisch abmachen, jawohl. Genau, hier sieht man auch schon, da ist ein Filter drin und so. Hier haben wir noch ein bisschen Spielzeug, das ist zum Halten, das sieht man ja hier vorne drauf. Das wird hier oben reingesteckt. Und dann kann man da nämlich die Gun reinstecken. Das Ganze sollte sich dann irgendwie, denke ich mal, so gestalten. Das wird hier einfach reingedrückt. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Und hält auch gut, ja. Also da wackelt nichts. Dann habt ihr noch eine Pipette hier drin und ein paar von den kleinen Filterchen hier, weil die Luft muss ja auch irgendwo wieder raus, die man reindrückt. Und ja, auf alle Fälle ganz cool. Und A, besser fürs Nicht-Einatmen und so. Und B, auch für die Handhabung und den Saustall rundherum. Jetzt kriegt man den Deckel natürlich nicht mehr drauf, ich cleverly, tata. Ja, genau, das ist der Pott. Ist auch Pott, Cleaning Pott. So, Pott hin, Pott her. Auf alle Fälle eine schöne Sache, gefällt mir. So, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, mit dem Airbrush Holder, mit dem Halter auf Deutsch. Soll es ja auch noch geben, Deutsch. Hier gibt es verschiedene Modelle, wie ich sehe. Ja, hier ist das für bis zu 4, das ist für 2. Ich denke mal, privat ist hier auf alle Fälle ausreichend. Hier gibt es sogar noch welche, einen mit Anschlüssen und Manometer nochmal dran, mit Druckanzeige. Das hier ist jetzt der BD16, heißt das gute Stück. Schwupp. Ja, viele, viele Verpackungen. So. Auch wieder mit Sockfüßen. Stellschraube hier. Das gute Teil dann reinstecken. Zack, bis die Schraube packt. Das könnte man dann auch so drehen, wie man Bock hat. Ich lasse jetzt einfach mal so. Und da kann man dann einfach die Gun reinstecken. So, das war der Airbrush Holder. Dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Klüngelkram hier noch an. Schwuppdiwupp. Jo, also ihr seht, da wurde eine ganze Menge drin in dem Set. So, und zwar haben wir hier zwei Schnellkupplungen. Da sieht man, dass hier einfach ist wie beim großen Druckluftanschluss. Da wird hier kommt auf der einen Seite Schlauch, auf der anderen Seite die Gun und dann kann man die einfach mal abklipsen. Da muss man nicht den Schlauch mal losschrauben, sondern kann die abklipsen eben zum Reinigen oder was oder um an einen anderen Kompressor dran zu stecken oder was. Ist halt für jede Gun einer dabei, ist ganz cool. Dann natürlich der Airbrush Cleaner von Vallejo. Benutze ich im Moment auch, bis jetzt ohne Probleme. Ah, ich sehe gerade, hier sind sogar noch kleine Näpfchen drin. Das ist auch ganz cool. In dem Cleaning Pot, aber den hatten wir offiziell schon, sondern einmal den Verteiler. Da können wir noch ganz anschließen, also 3 Stück an der Zahl. Das heißt, alle Guns, die ich jetzt habe, kann ich dann anschließen. Das heißt, wenn ich in kurzer Zeit mehrfach die Farbe wechseln und dann irgendwie die Guns wirklich innerhalb, ohne dass es eintrocknen kann, in ein paar Minuten wechseln will und die da stehen mit verschiedenen Farben oder auch verschiedenen Spitzen oder verschiedenen Stärken, kann ich die einfach wechseln und habe an allen gleichzeitig Druck. Das ist auch ganz cool. Dann haben wir hier die Airbrush Wash Needle BD470.
Die fucken wir mal auseinander hier. Ja, da kann einer was, ich sehe das schon. So, komm mal raus. So. Müll weg. Also da steht ein Karton, ich hätte das, denke ich, schmeiß das hier einfach bei uns in die Küche. So, hier haben wir Reinigungsnadel, ne? Weil es soll ja mal passieren, dass da Farbe drin verkrustet. Hier auch nochmal. Bisschen dünner. Jo. Das ist die Geschichte. Dann haben wir hier ein Cleaning Kit. Mal schauen, ob ich das hier einigermaßen gedacht habe. Ah ja, das geht ganz gut. Schwupp. So, hier haben wir dann, ihr seht das, so ein paar Bürsten in verschiedenen Stärken. Die können wir da reinstecken und da ein bisschen rumbürsten. Wer tut das nicht gerne? Die lasse ich auch mal draußen. Die kommen bei mir ins Kästchen. Ist ein bisschen filigran, deshalb aufpassen damit. Ist halt wie Pfeifenreiniger, sage ich mal, in verschiedenen Stärken, nur dass das ein bisschen stabilerer, obwohl auch nicht viel Metallstiel ist. Aber ganz praktisch, weil es halt auch verschiedene Stärken hat. Kriege ich das wieder reingefuckelt oder? So, so. Ja, fast gut. Ja, so, ganz klar. Moment, so, damit es mir nicht ganz so rumfliegt, habe ich sie doch erst wieder da rein. So, dann haben wir das Ganze nochmal Airbrush Cleaning Kit. Und zwar ist das die gleiche Schote, ihr seht das schon hier, nur in unbürstig. Das heißt mit Borsten einmal, ohne Borsten einmal zum Reinigen. Ich denke, da kann sich jeder was drunter vorstellen. So, und jetzt werden wir hier mal uns die Gans angucken. Und zwar haben wir ja einmal Model BD208 oder Agoratec Airbrush Double Action ATADA03 in Red. Deswegen auch die Hohoho Christmas Edition in Red. Das ist das gute Stück. So, dann gucken wir mal, was uns da mitteilen möchte. So, Feed-Time Gravity, Nuzzle Dia 0,2 mm haben wir da. 2 cc Kapazität, genau, wisst schon, was ich meine. Arbeitsdruck 15 bis 50 PSI. So, PSI, da guckt jeder auf der Tabelle, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, wie viel das ist, aber normal arbeitet man immer so zwischen 1,5 und 2,8 oder so. Schauen wir mal. So, dann machen wir das gute Stück mal auf. Professional. Das ist mal ganz wichtig, dass das da drauf steht. Das impliziert nämlich, dass das Ding was taucht. Aber wie gesagt, mit der letzten war ich auf alle Fälle sehr zufrieden. Die verwende ich ja auch noch von Agoratec. Also war Timbertec, aber das ist ja alles das gleiche. So, hier fliegt schon wieder was drin rum. Das ist eher uncool. Ah, nee, das steckt da drin. Das muss sein. Pardon, ich habe nichts gesagt. Das gehört hier rein. Okay, ein bisschen anderer Aufbau. Dann haben wir hier wieder unseren ultra großen Schraubenschlüssel, den man für die Spitzen braucht hier bei Agoratec, die sind ja sehr filigran. Und da haben wir hier zu guter Letzt die Hauptsache. Oh ja, das ist so ein schönes Stück. Auch ein bisschen schick, hier können wir die Farbe und Shen Double Action Pistole wieder. Ne? Wir haben hier ganz normal Farbpörtchen und so weiter und so fort. Das sieht ein bisschen edler aus, auch hier mit der Durchguckoptik, sag ich mal. Ihr merkt, Fingerabdrücke bleiben drauf, kam von draußen, ist ganz frisch reingekommen und ist relativ kühl noch. Das ganze Gerät. Oh, hier ist mit Feder drin. Okay, alles klar. Da muss ich erstmal gucken, bevor ich hier irgendwelchen Mist mache. Das sieht schon mal schick aus, das Gerät. Da werde ich mich da mal ein bisschen näher mit befassen. Wie man die reinigt und wie man damit umgeht. Ich denke mal, groß was anderes wird es auch nicht sein. Halt noch ein bisschen Tüllü hier. Aber schick. Gefällt mir sehr gut. So, dann machen wir das mal dazu. Das war Gang Nummer 1. Dann haben wir noch Gang Nummer 2. Die kommt in etwas größeren Köfferchen, sag ich mal. Und in diesem Köfferchen ist dann wieder. Oh. Ja, schon schwierig, das hier aufzumachen. Ist da
dann noch ein bisschen Schnickschnack mit dabei. So, open up. Gut, wir haben schon ein bisschen die Spur hier mit. Da hat der Paketbote so wieder YouTube hat. Und zwar haben wir hier erstmal natürlich die Gun. Die ist auch hier schon halb auseinandergeschraubt. Ist wieder eine Double Action. Und hat wieder oben das Farbtöpfchen, ist von dem Verschluss wie meine alte. Die habe ich ja letztens auseinandergenommen, gereinigt zu Unterrichtszwecken, sage ich mal. Könnt ihr euch anschauen, das Video. Ja, ansonsten ist sie relativ identisch, wie es aussieht. Wieder, wie gesagt, Double Action, Farbpöttchen oben, ein etwas kleineres Farbpöttchen als die andere, aber naja, gut, macht sie nicht wirklich immer voll. Deswegen, so, das ist die Geschichte. Dann haben wir hier noch drin einen Schlauch wieder. Auch mit großen Anschluss hier, das ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, was der Kompressor für einen von drin hat. Ja, auch einen großen, das heißt, dieser hier ist derjenige, welche, den man braucht, um an den Kompressor zu gehen. Das ist schon mal ganz schick, dass er da dran ist. Dann haben wir wieder ein bisschen Düse und Nadel hier vorne. Also Düse vielmehr 0,3 in den kleinen Pöttchen. Und hier haben wir noch 0,5 für ein bisschen was Groberes. Dann haben wir hier natürlich wieder unseren ultimativen Schraubenschlüssel, den man jedes Mal benötigt, um zu wechseln. Eine Pipette. Und hier haben wir dann haben wir noch eine Nadel, und zwar eine 0,5 Nadel, und darunter versteckt sich noch eine, die ich aber so definitiv nicht rauskriegen werde, denke ich mal. Oder doch? Ja, da kommt sie. Und nochmal passend zu den Nusseln haben wir hier auch noch eine 0,3 Nadel. Das heißt, wir können passend zu den Düsen sinnvollerweise auch die Nadeln wechseln. Jo, das ist dann auch schon der Zauber gewesen. Wie gesagt, reines Unboxing zu den Tests und so, also kleinen Praxistests kommen wir später. Ihr seht, ich habe auf alle Fälle ein ganzer Arsch voll Klamotten dabei. Ja, wie gesagt, ihr seht, hier ist ein ganzer Arsch voll Zeug dabei. Ich habe jetzt gerade mal kurz den Faden verloren. Und ja, Kompressor, Reiniger, Reinigungszeug, zwei Pistolen, Verteiler, noch mehr Reinigungszeug, Schlauch, zweiter Schlauch, Nadeln, Reinigungspott, Halter für zwei, Kompressor, alles dabei. Und ja, das ganze Set, das kostet bei Agoratec auf der Seite 199. Bei Amazon gibt es das für 189. Ich weiß nicht, wie lange es das noch gibt, weil das ja die Christmas Edition war. Und ja, ich bin gespannt auf den Praxistest. Ich hoffe, das hat alles den Transport gut überlebt. Gerade hier Mr. Kompressor, weil der, wie gesagt, in dem Riesenkarton ein bisschen Spiel hatte. Der war nämlich viermal so groß wie die Verpackung für den Kompressor. Und ja, schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, das war's fürs Unboxing. Wir sehen uns im nächsten Video, was wahrscheinlich der Praxistest sein wird. Das werde ich dann gleich verknüpfen mit einem kleinen Tutorial für Grundieren mit dem Airbrush. Also werden zwei Videos, einmal der kleine Praxistest hierfür und einmal dann das Grundieren von Miniaturen. Ja, ich würde sagen, lasst einen schönen Daumen nach oben da und am liebsten noch ein Abo. Ich bin gerade so ein bisschen begeistert von dem ganzen Scheiß hier, deshalb rede ich nur ein bisschen Stuss. Ja, das ist das neue Jahr, so fängt es bei mir an. Ich hoffe, bei euch fängt es auch gut an und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.